Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zum Rise of Nations Turnier Video. Genau wie ihr wisst, hat es die Tage ein Rise of Nations Turnier bei mir gegeben auf meinem Rise of Nations Community Discord Server. Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Das heißt, über den Link könnt ihr dann gerne drauf joinen, falls ihr beim nächsten Turnier dann auch wieder mit dabei sein wollt. Das Turnier war sehr, sehr gut. Genau, und ich habe heute wieder die besten 10 für euch zusammengeschnitten, quasi wie beim Abonnentenzocken. Einfach die besten 10 zusammengeschnitten und dann daraus ein Video gemacht. Genau, wenn ihr auf dem Kanal seid und nicht den Kanal aktiviert, Glocken solltet ihr kein Video mehr verpassen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ja, halt, eins von den 12 Fraktionsländern solltest du nehmen. Deutschland, Polen, Italienisch, Thais, Sowjetunion. Ist Indien ein Puppet oder ist es integriert? Man könnte ja, wir haben es jetzt hier so gemacht, oder? Dass alles integriert ist. Wir haben es jetzt dieses Turnier einfach mal so gemacht. Das ist ja auch das erste Turnier. Das heißt, wenn das jetzt schief läuft, dann haben wir was draus gelernt. Machen wir es beim nächsten Mal anders. So, welche Länder sind jetzt noch übrig? Weil ich muss mich ja auch noch ein Land zuweisen. Polen, Junge. Polen ist noch drin. Soll ich jetzt Polen spielen oder was? Als Medium-Spieler. Also, dann spiele ich jetzt Polen. Map, mach mich bei Polen rein. Ja, ja, wir fangen schon an. Ihr könnt jetzt direkt Fabriken bauen, whatever. Ja, ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Ich bin direkt zwischen der, ich liege hier direkt zwischen der Sowjetunion und Deutschland hier eingekeilt. Ich kann ein bisschen durchhalten, denke ich mal. Je nachdem, ob die Sowjetunion voll auf mich reindrescht. Das kommt halt darauf an. Also ihr dürft jetzt schon an normale AI-Länder Krieg führen, aber nicht an Fraktionsländer. Auch sein. Ja, ich habe mir eigentlich auch Essen gerade eben geholt fürs während des Spiels, aber ich habe es einfach schon vorm Spiel gerade aufgegessen. Ey, kannst du... also ich muss jetzt loslegen. Baldi, der geht da auf dich. Ja, ich hab schon gesehen. Hab ich noch irgendwo Land? Nee, eigentlich. Infanter. Super. Ja, der hat gerade 30 Schiffe von mir zerstört. Was ist das denn? Entspannt. Ja, man kann Kuba halt nicht einnehmen, wa? Thank you.
Oh, was mit Japan passiert? Japan hat taktisch gespielt auf jeden Fall, ja. Muss man so sagen. Muss man taktisch sagen. Oder muss jemand... Schiffe, schau, der geht wieder in meine Navy rein. Ist halt dumm, oder, ne? Alle meine Einheiten. Was stimmt jetzt eigentlich hier nicht? Warum stecken sich diese verfickten Truppen nicht zusammen? Digga, sie sind in der gleichen Gruppe und haben die gleiche Ausbildung. Warum geht es nicht? Ich bin einfach fertig. Also, Ding ist hier, Syrien ist eine. Ey, Italien, Alter. Die hat mir ein Gebiet eingenommen, hat das in Deutschland abgetreten. Also, erst muss ich eher meine Gebiete zurückerobern. Warum hat hier Brasilien. Jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, noch die Kommunisten als Hauptfeind. Obwohl Brasilien halt noch, ja. Ach, Rising Corruption, naja, nee, ist klar, als ob das jetzt kommen muss. Oh, stimmt, scheiße, kann mich schnell dein Geld senden, ich geh gleich pleite, fuck. Okay, danke, das... Oha, Digga, okay, das reicht erstmal, huch. Digga, was ist das denn jetzt, Junge? Das mit dem Geld ist hier richtig ein Problem, Junge. Das gibt's gar nicht. Was kostet denn hier so viel? Military Keep-Up zu hoch, das ist wieder keine Knete. Jetzt kann ich ja nicht mal... Ach, Digga. Nee, ich muss irgendwas machen. Das Tolle ist, das ist mein Militär, weil ich gehe immer mehr ins Minus. Oh, es laggt. Scheiße, laggt der Server. Ja, ich kann meine Subs nicht moven. Ja, ich kann gerade auch nichts mehr moven. Ah, jetzt. Ja, ich hab's ausgehalten. Okay, es war gut. Ja, chill. Am besten nicht ins Feuer reinschicken, weil das ist nicht so gut. What the fuck? Das... Wo ist mein... Ach so, nee, das wird nur überdeckt. Ich dachte gerade, alle meine Flugzeuge und sowas von meiner Hauptstadt sind weg. Feuer ist aus. So gut wie aus. Ja, aber nur noch Rauch ein bisschen. Das Feuer ist aus, es passt. Truppen haben die eigentlich noch? Oh, eine Million. Was? Junge, wer hat so viele Infanterien von euch? Ich nicht, nur 12 Millionen nur noch. Ich hab 19. Wir haben insgesamt 45 Millionen. Junge, wer hat so viele Infanterien? Ich hab 19 Millionen. Ich guck Geld. Kann ich auch was schicken, warte. Jetzt mache ich actually tatsächlich was plus irgendwie, komischerweise. Also wir gehen alle zusammen in den Talk, dann besprechen wir's. Also erstmal, GG, war eine geile Runde, es wurde nicht beleidigt. Das finde ich schon mal gut. Nein, das ist was richtig, wirklich, Leute, das ist was richtig Seltenes. Wenn ich in Rise of Nations als eine Runde zocke, sei es Random Country Challenge, whatever, und ich besiege jemanden, dann kommt so auf, fuck you, mother, oder fuck you und sowas. Immer nur sowas kommt dann. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Also das ist auf jeden Fall sehr nice. Das heißt, das zeigt mir auf jeden Fall, so ein Turnier können wir auf jeden Fall nochmal machen. Wieso klingelt jetzt mein Wecker? Nee, weil, wie heißt das? Ich habe jetzt über 2 Stunden Videomaterial und es, wenn es okay ist, würde ich jetzt an der Stelle finishen, wenn es okay ist, jetzt so. Ne? Weil es wird jetzt nicht... Ja, ihr könnt natürlich weiterkämpfen. Ja, ich werde euch jetzt nicht alle hier vom Server kicken, keine Sorge. Ja, auf jeden Fall, nee, war eine sehr gute Runde. Hat mich sehr, sehr gefreut. Können wir auf jeden Fall nochmal irgendwann machen. Will noch irgendjemand Abmod machen? Okay, ja, einfach alle Abmod machen, oder was? Jo, das war's dann mit der Folge. Ciao. Ja, tschüss. Genau, anders schiebe ich dann das Video beenden. Wenn es gefallen ist, gerne einen Daumen hoch, das würde ich mega freuen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann solltet ihr kein Video mehr verpassen. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal zu einem neuen Video. Bis dahin und ciao.